Ein schwarz-weißes Foto, das Dach einer Kirche am helllichten Tag von innen gemacht. Sonnenlicht strahlt durch unzählige Löcher wie leuchtende Sterne in finsterer Nacht. Wirkt friedlich und gleichzeitig irgendwie seltsam. Wie kommen die Löcher in dieses Dach? Was ist hier geschehen? Was erzählt dieses Bild? Das Grauen packt mich, rüttelt mich wach. Sie sind auf der Flucht, sie kommen hierher. Sie suchen den Schutz dieses heiligen Orts. Will der Priester tatsächlich helfen oder tut er nur so und verrät sie dann dort? Die Feinde sind da, treiben alle zusammen, eröffnen das Feuer, dem niemand entkommt. Statt Sicherheit finden 5000 Menschen in dieser Kirche einen grausamen Tod. Es ist so unfassbar, es ist unvorstellbar. Ich will es nicht glauben und muss es doch tun. Die Löcher im Dach des entheiligten Orts sind Mahnmal, sind Zeichen, was Menschen Menschen tun. Im Sonnenlicht führt unser Weg zwischen Birken. Auf frischem Gras tanzen Schatten und Licht. Vogelgezwitscher, es raschelt im Laub. Da ist nichts, was die Idylle durchbricht. Der Birkenwald scheint nicht besonders zu sein. Und doch ist er anders, man sieht ihm nicht an. Er trägt ein Geheimnis, hier schlummert das Grauen. Wir gehen schweigen, schauen uns kaum an. An der Rampe in Birkenau halten die Züge, sie treiben die Menschen aus den Waggons. Hier wird selektiert, wer arbeiten kann, kommt vorerst nochmal mit dem Leben davon. Die anderen, die Kleinen, die Alten und Schwachen, zur Tötung, Vernichtung, Verbrennung bestimmt. Was übrig bleibt, Asche, unzählige Menschen, hier zwischen Birken verweht sie der Wind. Es ist so unfassbar, es ist unvorstellbar, ich will es nicht glauben und muss es doch tun. Der Birkenwaldfriedhof, die alten Baracken sind Mahnmal, sind Zeichen, was Menschen Menschen tun. Durch alle Zeiten, quer durch die Geschichte, zieht sich eine blutrote Spur der Gewalt. Walzt alles nieder, was sich ihr in den Weg stellt, macht auch vor bedürftigen Kindern nicht Halt. Vieles geschieht vor den Augen der Welt, viel zu viel hinter verschlossener Tür. Im Schutz der Familie werden Kinder misshandelt, werden Kinder missbraucht, sie können nichts dafür. Quer durch Kulturen, quer durch Religionen haben Menschen einander Furchtbares getan. Wurden Einzelne, wurden Völker vernichtet. Neid, Hass, Angst, Verleumdung, so fing es oft an. Die Täter waren selber oft Opfer, wurden selber verletzt, misshandelt, missbraucht. Es ist schwer, sich der eigenen Wahrheit zu stellen, die Gewalt zu durchbrechen, dem Guten zu trauen. Was geschehen ist, kann niemand mehr ändern, darum ist es wichtig, wachsam zu sein. Im Kleinen und Großen den Anfängen wehren, zu schnell zieht's uns Menschen in Böses hinein. Wir haben die Chance, aus Fehlern zu lernen, wir können was ändern, wir können was tun. Vergeben zu leben macht uns wirklich frei, als Menschen zu leben, die Menschen Gutes tun. Vergeben zu leben macht tatsächlich frei, Menschen zu sein, die Menschen Gutes tun.